Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier unter Marsch. Ja, ich fahre ja zurück zum Hof, um zu reparieren. Und dann auf Feld 5 und 6 nochmal Hopfen zu ernten. Ja, ich habe die Folge schon mal gestartet gehabt. Und festgestellt, das Mikrofon ist eine Armlänge entfernt gewesen. Und das war leider, naja, das brauche ich gar nicht probieren. Das ist schlecht. Also nochmal wiederholt die Sache. Ich wünsche mal allen einen schönen Wochenstart. Die nächste letzte Woche im Februar. Vielleicht kommt ja bald der Frühling. Beziehungsweise die Woche soll das schon Frühling werden. Ab nächste Woche soll es ja richtig warm werden. Mit viel Sonnenschein. Hoffen wir das Beste. Hopp, gleich mal gucken. Fällt mir gerade so ein. Auf 54 ist ja Gärreste. Hier müssen wir umstellen auf Düngen. BGH, ja. Auto aktiviert. So, einstellen. Der soll ja alleine holen. Damit wollen wir dann die Aussaat beginnen mit ja, Weizen oder Gerste. Ja, da haben wir noch 5 und 6, zwei kleine Felder und dann nachher noch Rübenfelder, ne? Steig mal ein. Haben wir Platz für Rüben? Ne, gerade mal 8000, dann brauchen wir gleich starten. Ne, erst einsteigen und dann nachher beschleunigen, ne? Gas geben. Starten meine ich. Ja, die Rastfelder sind auch schön aufgekeimt, ne? Also die sind schön aufgegangen. Hoffen wir mal, dass die Wetter noch mitspielt. Ein, zwei Tage für die Ernte. Die Rüben können ja ohne auch Regen ab. Weil die Frucht ja an sich ja nicht nass werden kann, ne? Das ist ja eine Frucht, die enthält eh viel Wasser. Bestenfalls sind die Felder unbefahrbar, ne? Von daher ist eher da die Gefahr zu sehen, dass wir da Schwierigkeiten bekommen. Wegen dem Realismus-Mod unten links, unten rechts, neben den Tachoanzeige. Das ist halt so, ne? Aber aktuell ist sehr trocken noch, da gibt es keine Schwierigkeiten. Ja. Ich muss mal wieder mal Milch zur Molkerei bringen. Aber ich schaffe es aktuell nicht. Grasmähen wollte ich auch. Schaffe ich auch nicht. Ich wollte hier eine Tankstelle bauen mit eigenem Diesel. Schaffe ich auch nicht. Das ist alles mögliche, was ich nicht schaffe zur Zeit. Weil die Ernte ist erstmal wichtiger als andere. So, tank mal kurz voll. Sollte eigentlich genügen. Aber wir warten ein bisschen. Waschen brauchen wir nicht, aber wir müssen den dann ein bisschen repariert kriegen. Dann ein Feld noch, dann kommen wir schon in den Bereich, wo es Verluste geben könnte, ne? Das wollen wir ja nicht. Müsste mal den mobilen Reparaturwagen besorgen. Der mit sowas dabei ist, ne? So. Auf zu Feld 5. Jetzt leer brauchen wir nicht. Wir haben ja eh wieder das gleiche vor mit Hopfenernte. Gas geben, Junge, Gas.
Ja, die Woche habe ich ein bisschen zeitlich gesehen, hink ich etwas hinterher, weil die ganze Woche irgendwie total müde war. Nach der Arbeit, ersten Tag war ganz schlimm. Die Nacht zum Montag, ja, so gut wie gar nicht geschlafen. Und klar, da war Montagabend, da war nichts drin. Habe ich natürlich die Nacht vom Montag zum Dienstag sehr ausgiebig geschlafen. War auch alles gut. Konnte auch ein paar Aufnahmen machen. Am nächsten Tag das gleiche in Grün zum Mittwoch hin. Das war schon schlimm. Nächste Woche habe ich ja Spätschicht, da kann ich zumindest früh so lange schlafen, wie ich möchte und somit Grunde ausschlafen. Ne? Aber das ist, wie es ist. Ne? Das kann man sich nicht aussuchen. Leider ist das so. Ich sag mal so schön, ja, urlaubsreif, ne? Aber der Urlaub ist, naja, gut, wir kriegen ja 3 Wochen Betriebsurlaub. Stand heute oder gestern. Hoffen wir, das bleibt so, ne? Und wenn nicht, können wir auch nichts machen. Im Grunde bin ich ja froh, dass ich Arbeit habe. Denn ganz ohne wäre es bescheiden, ne? Aber ganz ehrlich sein, ne? So, klappen wir aus und fahren mal rein. Das müsste Feld Nummer. Ist Feld Nummer 6. Trag sie grün aus, das ist gut. So, alten Kurs löschen, Kursgenerierung. Hier müssen wir mal aufpassen. Ein Fahrzeug, Vorgewende 2, generiere Feld 6, Kurs generieren, rechnen lassen. Soweit so gut. Ersten Wegpunkt. Nicht benutzen, ansonsten würde er hierhin zurückfahren, wenn er voll ist. Wäre ungünstig, ne? Das können wir lassen, so wie es ist. Ersten Wegpunkt. Und Feld Nummer 6. Damit der Abfahrer eben auch finden kann nachher, da muss ich dann gleich mal sehen, dass ich hinkriege. Meine Kamera ist ungünstig. Ne, darf man jetzt so einstellen. So, Abfahrer suchen. Und zwar bei Feld 4 muss einer sein. Jo. Den machen wir gleich leer. Beziehungsweise geht nicht, weil Brauerei ist ja Feld Nummer 6. Auf geht's. Gut, auf warten kannst du hier nicht. Das geht nicht. Die müssen die Richtung auf die Straße fahren. Da kann er da hinfahren. Feld 6 ist ja der Drescher zurzeit. Tschüss. Den brauchen wir vorne nicht leer fahren, das ist ja Quatsch. pH wird gut. Aber Stickstoff muss garantiert was rein. Ist aber auch wieder abhängig, was wir näher aufspringen. Ne? Aber nächstes Jahr kommt Sandblumen rauf. Da ist es wurscht. Hier wollte ich gucken, ob das hier oben Reste gibt von der Hopfen. Gut, wegen Einstrang. Da wäre nicht das Problem. Da hinten liegt aber einiges rum. Hat sich jetzt schon so von Umrisse her. Auf dem Feld.
Da oben das bräunliche, kann man sagen, gelbliche, bräunliche, dann auf jeden Fall Hopfen. Ja. Und sehr gut sogar, viel. Zwei Ecken sogar. Zack. Ja, das lohnt sich schon, ne? Was wir hergefahren sind. Mal kurz blicken um die Ecke. Da was zu sehen ist. Eine Stelle war schlechte Ernte, der Rest war gut. Das ist gut. So. Scheint nichts mehr zu sein. Nö. Schauen wir um die Ecke. Startpunkt. Aber da auch nicht. Na gut. Wenn wir hier sind, ne? Ist egal. Das passt eh. Können wir gleich einklappen und zum Hof fahren. Ebenfalls Temperatur und Volltank. Tja. Eine Woche noch, dann ist der Februar vorbei. Und dann kommt der Frühling mehr oder weniger einen großen Schritt noch uns entgegen, ne? Im letzten Stand, es soll recht trocken bleiben, nächsten Tage. Und dann nachher leicht wechselhaft, aber nichts von schlechtem Wetter in dem Sinne, sondern einfach halt wieder im März halt ist, ne? Leicht Nachtfrösten möglich und tagsüber angenehme Temperaturen, sagen wir so, ne? Es wird kein super Frühling werden jetzt, Extremwetter, aber auch kein, naja, extrem kalter Frühlingsstart auch nicht. Stand wie gesagt heute, jetzt um die Zeit. Aber das kann sich ja wettermäßig vorhersagen, technisch sicherlich noch ändern. Also das ist Vorhersage für mehr als 10 Tage. Ist schon sehr vage und auch, ja, unsicher, ne? Aber ich sag mal so, es wird garantiert wärmer im Frühling, ne? Früher oder später. Nee, am 3. März, dann am 15. vielleicht. Und das wird schon werden. Großer Winter kann nicht mehr kommen. Ein paar Tage vielleicht. Mit ein bisschen Frost. Vielleicht kann auch mal Schnee dabei sein. Aber die wirklich großen Mengen. Das ist doch vorbei. So, wir müssen jetzt auf Feld Nummer 5. Den wir repariert haben. Aber den Rest dann können wir vergessen. Ist nicht ganz so dramatisch. Ne, hier reparieren. Ja, Rübenroder werden wir uns leihen müssen. Oder wir haben das Geld und verdienen es mit dem Verkauf von Produkten, ne? So, Richtung Feld 4. Feld 5. Auf geht's, Junge, auf geht's. Ja, dann deine Rübenfelder noch, ne? Dieses Jahr. Zwei Stück. Kleines und ein großes. Und daher sieht das ganz gut aus. Hopfenfelder müssen gepflügt werden. Auch muss das Sonnenblumenfeld gepflügt werden. Die Gäres, das läuft zurzeit. Aber Gäres wird nicht hier bleiben. Ne? Das ist nicht so viel. Muss ich schauen.
Ja, aber die Reichweite hat nicht, ne? Dann sind alle. Und dann müssen wir halt sehen, dass wir da beim nächsten Mal, naja, wenn wir jetzt anfangen, regelmäßig die BGH zu betreiben, dann werden wir auch Gärreste haben. Wir müssen schauen, ob die andere BGH wird noch sicherlich was da sein. Da werden wir sicherlich noch was machen können. Könnte man die Hopfenfelder mit bedienen, ne? Sonnenblumenfeld kann man sicherlich noch von der BGH benutzen, wenn es vom Wetter her noch zulässt, die Entfernung und so. Aber wenn es nicht reicht, muss es halt so gehen, ne? Der Bauer wird sagen, in den Gärresten ist zumindest ein bisschen organisch dabei. Und das würde den Humusaufbau fördern, kann man sagen, ne? Einen haben stehen lassen. Na gut, der kann auch stehen bleiben. Deswegen klappt das Feld, das Gerät nicht auf. Siehste, gar nicht benutzt, hat wieder einen Schaden von 0,1. Naja, es wird ja rein theoretisch nie 100%ig heile gehen, sondern Verschleiß wird immer da sein, bis der Zeitpunkt gekommen ist, wo man es austauschen könnte, ne? Oder muss. So, Feld 5 ist die Ansage jetzt. Dass wir keinen KI-Verkehr haben. Ja, Bäckerei wollte ich noch bauen, aber man sieht, das sieht auch schlecht aus. Von finanziellen geht aktuell nicht. Muss ich mal schauen. Zuckerverkauf, ja. Zement, Ziegelsteine, Baumarkt. Das sind so die Beispiele, die wir noch machen können. Aber wie gesagt, muss alles immer Zeit für sein, da sein. Ne? Da haben wir Feld Nummer 5. Und dann liefern wir immer ins Lager. Die Brauerei war ja voll. Und das kann, müssten wir auch noch mal irgendwann mal Getreide von globalen Marktrichtung. Jo. Brauerei fahren. Heute ist es so eine zweite Aufnahmestaffel und wie gesagt, nächste Woche will ich es anders gestalten in der Türi. So, ich muss mal kurz reinfahren, dass er das sonst fährt er irgendwo über die Brücke und das ist ungünstig. Kurz, da ist der Ertrag schon ein bisschen schlechter teilweise. So. Kurzgenerierung. Vorgewende 2. Ein Fahrzeug. 5. Und einstellen. 51. So. Dann brauchen wir den zweiten Traktor. Hier Feld 5 und den Drescher muss ich noch ändern auf Feld 5, sonst findet er den nicht. Ja, liebe Schauer, das soll schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, dann sagt mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit der Ernte mit Hopfen. Tschüss. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.